Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich euch zeigen, wo ihr das Weißling Barschuft, also das Hisui Barschuft finden könnt und wie ihr es zu seinem Magnus entwickeln könnt. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich jetzt noch so ein Video bringe, wo man irgendwelche Pokémon finden kann. Der Grund dafür ist, dass mich sehr viele Leute angeschrieben haben, dass ihnen noch die Vorentwicklung von seinem Magnus fehlt und auch in einigen Gruppen habe ich gesehen, dass Leute 199 Pokémon aus dem Kitakami-Dex gefangen haben, ihnen aber noch ein Pokémon gefehlt hat und das wäre das Hisui Barschuft. Und ich werde euch jetzt zeigen, wo ihr es finden könnt. Und zwar müsst ihr euch dafür hier zum Immerwald begeben und dann einfach hierhin zu der einzigen Stelle im Immerwald, wo Wasser ist. Overall auf der Karte wären wir dann hier, also ungefähr hier so nordöstlich von der Kitakami-Region. Und ja, dann gucken wir einfach mal hier aufs Wasser runter. Dann dürfen wir auch direkt hier fündig werden mit Hisui Barschuft oder Weißling Barschuft, wenn ihr es lieber so nennen wollt. Dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir das Ding ein und dann erzähle ich euch, wie man das weiterentwickeln kann. Perfekten Lucky Throw, das war sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und zu Hisui Barschuft oder zu Salmagnus sei noch gesagt, dass es zwei verschiedene Formen hat, und zwar eine männliche und eine weibliche. Wir haben jetzt in dem Fall ein männliches Salmagnus gefangen, aber egal ob männlich oder weiblich, beide brauchen die gleichen Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln. Barschuft, Sanftheits-Pokémon, Weißlinge-Form. Sie bilden Schwärme in extrem kalten Meeren und teilen sich ihr Futter. Wenn die Zeit reif ist, kehren sie zum Fluss ihrer Geburt zurück. So, dann schauen wir uns mal das Barschuft genauer an, denn wir brauchen folgende Voraussetzung. Und zwar hat Barschuft tatsächlich auch schon die passenden Attacken dafür, denn um sich zu Salmagnus weiterzuentwickeln, braucht es insgesamt 294 KP Rückstoßschaden. Und passenderweise hat er hier schon drei Rückstoßattacken mit Wellentackle, Risikotackle und Kopfstoß, aber er darf in der Zwischenzeit nicht besiegt werden. Also 294 KP Rückstoßschaden, aber ihr dürft nicht besiegt werden. Bedeutet, wenn ihr so runtergechippt seid, also wenn ihr jetzt nur noch ganz schwach im roten Bereich oder sowas seid, dann müsst ihr auf jeden Fall euer Barschuft auffeilen mit einem Trank oder ins Pokémon Center gehen oder sowas, aber es darf während dem Vorgang nicht sterben. Denn wenn wir jetzt hier uns hier mal Barschuft anschauen, hat es 200 KP, es braucht aber 294 KP Rückschussschaden. Geht natürlich nicht auf, bedeutet, ihr müsst es unbedingt, wenn es zu schwach ist, hochheilen. Und auch ganz wichtig, es zählt nur der Schaden von eurem Rückstoß. Wenn der Gegner euch angreift, dann zählen die KP, die euch der Gegner abgezogen hat, nicht. Ich werde es euch mal hier an diesem Vulpix demonstrieren, falls einige von euch noch nicht genau wissen, wie ich es meine. Und zwar, wir greifen das Vulpix jetzt hier ganz wichtig mit Wellentackle an und wir haben 200 KP. Das ist eigentlich ganz cool so, da kann man es sich ganz leicht ausrechnen. Also wir haben jetzt 200 KP, haben das Vulpix besiegt und machen uns jetzt gleich ein bisschen Rückschussschaden. Und zwar haben wir jetzt nur noch 155 KP. Bedeutet, von diesen 294 KP Rückschussschaden, die wir insgesamt brauchen, haben wir jetzt schon 45 KP erreicht. Also ihr seht, wir haben jetzt nur noch 155 von diesen 200 KP übrig. Und wir haben jetzt von diesen 297, die wir insgesamt brauchen, schon 45 erreicht. Wenn wir jetzt aber beispielsweise gegen jemanden kämpfen und der besiegt uns jetzt direkt, dann müssen wir wieder ganz von vorne anfangen und wieder diese 297 insgesamt erreichen. Denn, wie schon gesagt, wir dürfen zwischenzeitlich nicht besiegt werden. Ich denke mal, ihr habt es jetzt soweit verstanden und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich die benötigten KP Rückschussschaden bekommen habe. So Freunde, jetzt haben wir insgesamt genug Rückschussschaden bekommen, damit sich unser Weißling Barschuft, Hisui Barschuft zu Salmagnus entwickeln kann. Nanu Barschuft entwickelt sich. Und nun bekommen wir hier unser männliches Salmagnus. Auch ganz wichtig, wenn ihr ein weibliches Barschuft habt, dann braucht ihr genau die gleichen Bedingungen. Also auch diese 294 KP Rückschussschaden, damit ihr es dann entwickeln könnt. Also ganz entspannt. Das wär's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt. Checkt gerne den Discord-Server ab. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.